Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir möchten heute wegen an der Rakete weiter basteln und ich brauche noch ein bisschen PTFE. Da habe ich dann festgestellt, das habe ich mal herstellen können. Dafür brauchen wir jetzt Teflon. War mal im MV, jetzt ist es wie es aussieht in HV. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall als erstes mal einen Advanced Chemical Reactor. Dafür brauchen wir eine HV-Maschinenhalle. Die haben wir schon mal. Dann brauchen wir einen HV-Motor. Den haben wir noch nicht. Den muss ich herstellen wie Electrum-Wire vierfach, Silber-Cable zweifach, Stainless-Steel, Magnetic-Steel. Gut, das heißt, ich brauche ein Stainless Steel. Ich brauche ein Steel, ein Stainless Steel. Jawohl. 1, 2, 3. Ich brauche davon noch mehr, weil ich noch was machen muss. Dann brauche ich die. Moment, habe ich das Kabel noch vorne? Silver Cable vierfach. Ich brauche Silver Cable zweifach, richtig? Jawohl. Silver Kabel zweifach. Also brauche ich noch Silber. Da ist Gold. Wo Gold ist, ist auch Silber. Zink, Nickel, Gold, Silber. Machen wir gleich mal 8 Stück. Eine Runde in die Wire. Ja. Perfekt. Bringen wir nämlich gleich komplett raus. Müssen wir jetzt insgesamt 8 Stück haben. Kommst du hier rein, 24, 8 Stück müsste reichen, auch 8 Zellen. Wollen wir gleich sehen, ob es reicht. Genau, da bestimmt. Ja, reicht. Einschütten. Danke. So, dann kann ich mir gleich mal davon noch ein Pulverchen holen, weil wir brauchen sowieso noch mehr Rubber. Okay. Ja, man muss auch zu den Maschinennetzen, ja. Das heißt, wir haben jetzt schon mal hier Silberkabel. Das heißt, du kommst dahin. Dann brauche ich Rods. Rod, da bist du. Dann heißt es jetzt, ich brauche einmal Stainless Steel, einmal Steel. Die kommen in die Bending. So, Stainless Steel zweimal. Stahl auch zweimal. Ab in den Polarizer. Machen wir gleich beide rein. Aha, merke ich schon. Mit dem Output. Danke. So, dann heißt es Stainless Steel hierhin. Magnetic Steel hierhin. Und jetzt brauche ich noch für den Motor Electrum Wire vierfach. Habe ich die schon? Ich nehme jetzt erstmal nur einen mit. Sicher ist sicher. So, dann haben wir einen Motor. Du wirst auch gleich geblockt.
Also man kann den zwar mittlerweile transportieren, aber er verliert. Oh nee, er verliert nicht seine Rezepte. Ich habe ihn nur an die falsche Stelle gepackt. Ist auch egal. Und falls ich die Kabel gesucht habe, jetzt weiß ich, wo sie sind. Nichts gesagt. So, Wrench kann ich gleich mal rüberpacken. Ist egal. So, wird es gleich von vornherein sauber gemacht. So, dann heißt es jetzt, der Motor kommt schon mal hier hin. Danke. Dann haben wir den. Das heißt jetzt, ich brauche jetzt als nächstes einen Stahlrotor. Habe ich da noch einen hinten? Sonst brauche ich fünfmal Stahl. Ich hätte einen hinten. Ich nehme trotzdem fünfmal Stahl. Einmal Rotor. So rein. Danke. Das kriege ich nicht mehr weg, das Danke heute. Aber wie gesagt, das bin ich halt heute mal zu maschinenfreundlich. Oder nicht nur heute, ich bin eigentlich immer freundlich. Ich brauche Goldkabel, ich brauche Plastik-Fluid-Pipes. Und zwar normale. Das heißt, ich brauche 6 Pulli. Dann brauche ich hier den normalen Pipes. Hier habe ich gleich 2 von. Ja, aber ich brauche das sowieso öfters. So, Plastic Fluid Pipes, 2 Stück. Haben wir auch. Bauen wir jetzt mal hier auf. So, das bist du, bist es. Und du bist unten. Dann bist du drauf. Dann bist du hier. Ich brauche 2 Gut. Ich brauche 2 Goldkabel. Was ich noch vergessen habe. Den Stahlrotor habe ich noch vergessen. Dann habe ich nicht vergessen. Ich habe vergessen, dass ich ihn schon einstecken habe. Advanced Chemical Reactor 2. Falls es da eine Quest dafür gibt, dann habe ich sie noch nicht offen. Und falls ich die schon habe, auch nicht schlecht. Such mal schnell. Advanced So, wo blinkt's? Oder wo blinkt's nicht? Ich bin wieder blind. Ich sehe es nicht. Hat euch einer gesehen? Zacke der Assembler, Cutting Machine, Basic Recycler. Egal. So, wir machen weiter. Das heißt, wir brauchen jetzt Teflon-Don. Das heißt, ich brauche Fluorinzellen, 48 Stück. Das reicht mir nicht, was ich habe. Nee. Hätte ich gesehen, ich habe schon 42, brauche 48, ich brauche nur 6. Und Fluorin ranzukommen, ist momentan die beste Möglichkeit, in die Erzverarbeitung zu gehen. Dann nehme ich mir mal 1, 2, 3, 4 Stacks mit. Wieder ab in die Werkstatt.
Dann kommst du hier rein. Du bist momentan noch übrig. Und der braucht jetzt, der da, und das ist HV, der braucht 108. MV braucht über 200 und LV braucht über 400, um das Zeug rauszukriegen. Also das ist mal eine Sache. Ja, ich habe nämlich Hydrofluorid schon hergestellt für mich. Nämlich Fluorin. Ich hätte dann nochmal viel mehr gehabt. Aber naja, kann ich das nochmal schnell aufsplitten? Vor allem ich und schnell. Ja, kann ich. MV. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir es doch. Ah, 4 Stück habe ich noch. Ich brauche von diesen Leitungen so viel. Und PTFE, ich weiß, dass ich schon mal gemacht habe, aber fragt mich nicht wie. Wie so lang her. So, also haben wir noch mal 4. Plus die 42 sind wir bei 46. Und der muss jetzt noch drei, und der muss dreimal durchlaufen. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit. So, in der Zeit will ich einen Prospector-Scanner machen. Und zwar in MV. Das heißt, ich brauche jetzt. Oh Gott. Nee. Der hat sich das sogar gemerkt. Cool, dass ich den Stainless-Steel machen will. Das ist mal nett. Dafür brauche ich jetzt. 4 Stainless Steel, 4 Stahl und einen Hammer. Dann brauchen wir noch mehr. Das heißt, ich brauche von dir 4, ich brauche von dir 4. Was man da nicht machen kann, schade. Den muss man mit der Hand klöppeln. Das da. Das da. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche. Habe ich hier irgendwo den Hammer noch rumfliegen? Jawohl, hier. Dann machen wir dich mal weg. Dann heißt es jetzt du weg, dich hin, dich hin, dich machen, rein, rein. Und ich habe meinen Drill. So, jetzt brauche ich noch Sulfuric Acid und Hydroxidzelle. Hydroxid ist Oxy und Hydro. Ist kein Problem. Das ist eigentlich das Problem, Ära. Ich muss immer die Flüssigkeit da momentan noch reinkriegen und habe noch keine Pipes. Nee. Jetzt wisst ihr, warum dass ich die Pipes brauche. Oxyhydro. Okay. Ich schau mal, was ich da habe. Was habe ich gesagt? Hydroxid, ne? Ha, habe ich. Und das andere war Sulfuric Acid. Habe ich auch. Wollen wir nicht mehr machen. Habe ich schon. Okay. Das war dann, glaube ich, so. Ne, war einen weiter oben. Dann kommt der Drill hin. Da kommt das hin. Dann brauche ich noch einen Sensor. Ich brauche noch zwei MV-Circuits. Keine Batterie. Okay. Den habe ich auch noch.
Okay. Brauche ich dich noch? Okay. Wieder mal verkehrt rum. Und ich habe einen Prospekt, der Scanner MV. Das heißt, ich kann jetzt dann Fluids raussuchen und so weiter und so fort. Und 5x5 Chunks angucken. Das Ding probieren wir aber eventuell später aus, oder? Ah. Ja, den machen wir später. So, den habe ich jetzt schon mal gebaut. Wie weit bist du? 12, 16. 16 brauche ich. Aber ich glaube, da kriege ich. Nee, da kriege ich 2 raus. Ich brauche noch mal 13. Danke dafür. Dann brauche ich schnell einen Tank. Und dann brauche ich noch mal 2 Zellen. Jawohl, haben wir das auch. Das heißt, du gehst nach hinten. Du gehst auf Fluid Output. Solange ich noch nicht die Möglichkeit habe. So, wir haben 48 Stück. Jetzt brauche ich Hydrofluoric Acid Zellen 48 Stück. Hydrogen habe ich nicht so viel da. 48. Gut, dann gehen wir schnell nochmal Chemiewerk. Plopp. 48. Und ab in die Werkstatt. Hat er nicht gesagt, er baut heute an der Rakete rum? Ja, kommt noch. Kommt noch. So, das heißt, ich brauche einen Chemical Reactor sowieso dafür. Ich habe drüben momentan einen. Das heißt, komm, hauen wir mal schnell eine HV-Pumpe drauf. Nach oben Import. So, dann heißt es jetzt, ich brauche einen Chemical Reactor. Circuit Nummer 11. Dann heißt es, ich brauche mal einen Tank. Oben drauf. Hydro rein. Chlorin rein. Nein. Gehst du rüber. Muffler Upgrade raus. Danke fürs Gespräch. Sind auch aufräumt. Ist doch schön, ne? Geht ein wenig schneller. Haben wir gleich mal eingeweiht. So, haben wir jetzt 48 davon. Das heißt, jetzt müssten wir die Quest abgeschlossen haben. So, Chloroform, Methanzellen 24, Chlorinzellen 144. Okay, Chlorin 144, da brauche ich richtig viel davon. Methan ist kein Problem, die brauche ich nur holen. Chlorin mache ich im Chemical Reactor. Nein, ich mache die bestimmt im Electrolyzer. Genau.
im Elektrolyzer zweimal Salz. Jetzt wisst ihr, warum, dass ich das Salz vorhin einstecken hatte. Hab ich nicht da. So, wir schauen uns noch mal schnell Chlorin an. So, Chemical Reactor kann ich wegmachen. Was brauche ich dafür? Ich brauche Electrum Wire einfach. Voltkabel, Glas. Das war einfaches. War das da und davon brauche ich vier. So, habe ich noch Glas da. Hoffe, dass ich es noch nicht aufgeräumt habe. Clearglas. Habe ich da draußen noch normales Glas? Nein. Aber Glas, glaube ich, habe ich. Habe ich hier, genau. Muss ja auch mal irgendwann wegräumen. Bin gerade froh, dass ich es noch nicht gemacht habe. So, dann brauche ich davon zwei. Und ich brauche noch meinen Maschinenhall. Advanced Electrolyzer. Electrolyzer ist hinten. Maschine Nummer 2. So, jetzt habe ich ein Problem. Habe ich noch HV-Batterien schon? Moment. Habe ich hier schon welche drin? Nein, aber mir ist was eingefallen. Und zwar. Nein, Chemieberg. Zwar, ich bräuchte bitte den Dolly. Denn ich habe hier hinten eine Kiste gesehen. Dann wieder ab in die Werkstatt. Ich weiß, dass ich sie noch auffüllen muss. Aber ich muss sie vor allem aufräumen. Denn ich habe hier Large, Medium, 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 Medium und Medium. Und die sind alle voll. Volle kann ich da reinpacken. So, und jetzt habe ich hier Large. Packe ich dich auch mal hier rein. Dann haben wir nochmal zwei. Ich habe gesagt, das ist das, was als Wichtigstes ist. Dann ist der nämlich jetzt ein zwei Stück noch machen, dann ist der voll. Und ich habe jetzt auf jeden Fall was, um das dazu machen. So, Electrolyzer. Erledigt. Und das auch nur, um Chloroform schnell herzustellen. Oder auch nicht. Ein um Chlorin herzustellen. Genau. Chlorin heißt Salz. Genau. Das heißt, ich muss in die Erzverarbeitung. Dann hole ich mal 1, 2, 3, 4. Die habe ich jetzt nur sozusagen für euch gebaut, dass es schneller geht. Doch auch nicht schlecht, oder? Okay. Dann packe ich dich jetzt schon mal oben drauf. Ja, es geht jetzt nur darum, dass wir das Zeug schnell rauskriegen. Und dann haben wir schon mal das am Start. So, okay, dann wollten wir ja an der Rakete weiterbauen.
Space Race. Das heißt, wir brauchen den Controller-Computer. Dafür brauche ich einen Rocket-Controller-Computer. Dafür brauche ich HV-Assembler. Ich brauche Soldering Iron. Ja. Oh, dieses PDF unbedingt. Heavy Duty Blade. Ich brauche ein Keyboard, ich brauche ein Computer Case. Ein Computer Case geht schon wenigstens MV Polyethylen im Assembler. Dafür brauche ich ein Plastic Circuit Board. Habe ich sowas noch? Habe ich. Okay, weiter. Dann brauche ich Aluminiumplatten, Aluminiumrotor und Aluminium Casing. So, Aluminiumplatten habe ich keine. Zwei. Dann brauche ich Aluminiumrotor 2. Das heißt, ich brauche Verdammt, wir müssen bald wieder Aluminium machen. Geht uns bald aus. Ich habe zwar hier noch was, aber das sind eigentlich für die Pyrolyseöfen, die wo mir noch hinten fehlen, aber könnte ich fremd entwenden. So, dann brauche ich noch Item Casings. Das ist eine Cutting-Maschine, ne? Ja. Das heißt, ich brauche noch einen. So, drei Stück hier rein. Zwei Stück hier rein. Ah, da läuft auch ein bisschen länger. So, dann kann ich den auch gleich in den Cutter schmeißen. Hammer. Ja, hoffentlich arbeitet schon der zweite, jawohl. Hammer auch. So, Aluminiumplatte, Aluminium Casing, Aluminium Rotor. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche Soldering. Auch eine Zelle. Electrolyzer vorbeigucken. Dass der noch genügend Salz hat. Okay. Sechs Zellen. Das heißt, wir haben die ersten 64. Dann dich rein. Dich rein. Au. Dich rein. Jawohl, habe ich drin. So, dann brauche ich jetzt noch. Ich brauche ein Mikrochip. Echt jetzt? Und ein MV. Machine Casing. Oh Mann. Also, das heißt, ich brauche jetzt Elektrumfolie, Advanced SMD, habe ich den schon? Nein. an den komme ich noch nicht ran.
Ja, Tank. Was? Der will mich jetzt aber nicht verarschen, oder? Microchip Tier 1. Gibt es da noch andere Rezepte? Ah, okay. Danke. Wollte schon sagen. SMD-Transistoren. Die müsste ich haben. Oder? Jawohl. Dann brauche ich Electrum. Machen wir gleich unsere Folien fertig. Gott sei Dank habe ich noch nicht alles eingestellt, was uns jetzt wieder raufkrabbeln müssen. Okay. Dann brauche ich dich auch noch. Du kommst mal bitte raus, du kommst mal bitte raus. Das heißt, davon brauche ich 4, davon brauche ich 4. Dann brauche ich MV und Circuit Nummer 1. Ich brauche noch viel mehr. Ach so, ich brauche nur einen Sensor und einen Emitter. In HV? Ne, Elektrum? Ach, Plastik Circuit Board. Weiter schon einstecken. Mach mal. Okay. So, in der Zeit der nicht mehr weitergearbeitet, weil Sodium. So, ich habe einen Mikrochip. Aber ich brauche jetzt trotzdem noch, wie ich so schön gesagt habe, einen HV. Ne, ich brauche einfach nur noch ein Maschinencasing. Das sind 8 Aluplatten. Wenn es nichts anderes gibt, wenn es nichts anderes ist. Ich da rein. Machine Casing. Und am besten brauche ich jetzt dafür HV. Nö, MV reicht. 2, 2, 2. Achso, ich will mal wieder das Board nicht abgegeben haben. Okay. Soweit so fertig. Achso. Okay, also wir schauen noch mal nach. Was habe ich falsch gemacht? Ich brauche ein MV Machine Casing, Aluminiumplatte 2 und einen Plastik Circuit Board. Ja, habe ich. Ich brauche einen Microchip Tier 1, ich brauche Aluminiumrotor und ich brauche Aluminium Casing. Ah, und ich brauche Molten Polyethylen und kein Soldering. Na, na, na. Davon brauche ich auch nur einen.
Dankeschön. Geht doch. Brauche ich drüben sowieso dann noch. So, das heißt, den Bereich habe ich fertig. Jetzt brauche ich, was? Brauche 104 Buttons. Ein Circuit? Auf jeden Fall lustige Idee. Das heißt, ich brauche Gott. Aber aus Stein. Ja, okay, es gibt halt leider keine Plastic-Pressure Plates. Oder Plastik-Buttons. Wobei, hätte er einbauen können. Unser Mod. Ich weiß, ich habe gerade wieder ganz groß Bock missgeschossen. Ich brauche Stein. Muss ich sägen. Weiß, warum bringe ich Leute auf blöde Ideen? Weil ich es kann. So, wie weit bist du? So, was habe ich jetzt gesagt? Was brauche ich jetzt noch? Ich brauche 24, also noch 21 Methanzellen, das heißt, ich muss ins Chemiewerk nach unten. Das war der hier. Danke. So. 144. Das heißt, ich mache jetzt Chloroform Chemical Reactor. Das heißt, ich brauche jetzt Methan. Nein, andersrum. Genau, ich brauche den hier. Das ist die 13. Okay, die 13. Hauen wir gleich mal die ganzen Zellen raus. War voll oder was? Heißt, ich packe mir mal schnell einen Tank hinten dran. Sicher ist sicher. Der muss jetzt erstmal sich ein wenig entleeren und rümpeln. Hydrochloric Acid ist, glaube ich, sogar das, was wir dann auch noch brauchen. Oder das ist das, was ich dann noch verarbeiten muss. Ich weiß es nicht. Kann ich noch zu Chlorin machen? Okay. Im Elektrolyzer. Weiter. Wir brauchen ja insgesamt 24 Chloroform. Dann mal wieder 1000 Zellen. Ich habe jetzt 21. Ah, da habe ich noch Chlorin.
Ja, 24. Sehr schön. Nächste Quest abgeschlossen. Polytetrafluorethylen. Das heißt, ich brauche jetzt Hydrofluorik Exitzellen 48. Ich brauche Chloroform 24. Wieso hast du das jetzt noch nicht gesehen, dass ich es habe? Konsum, nein, Detect. Danke. Haben wir ja schon mal alles einstecken. Oh, und ich kriege Large Stainless Steel Flüssigkeiten. Das ist cool. Kann ich gebrauchen. Tetra, bla bla bla. Im Chemical Reactor im Verhältnis 2 zu 1. Okay, dann heißt es jetzt schon mal, das Zeug muss raus. Das Zeug muss auch raus. Das Zeug bleibt da. Kann keine zu vielen leeren Zellen haben, schon sind sie weg. So, okay, dann brauche ich jetzt nochmal. Was brauche ich? Chemical Reactor. Chloroform 2 zu 1. Das da klingt besser. Ich brauche die 11 und Hydrofluorik brauche ich drin. Ne, ich tue Chloroform rein. Also, das raus, Chloroform muss rein. Dafür brauche ich dann die 11. Und Hydrofluorik. Okay. Und der schläft mir gleich ein. Oh ja. Also, vor allem, das ist der Wahnsinn. Ne? Das sind 24 Sekunden. Wenn man den so loslaufen sieht, ne, dann denkt man die ganze Zeit, ja, um Gottes Willen, das ist, der braucht 3 Jahre, es sind aber nur 24 Sekunden. So, also ich habe jetzt Tetrafluoroethylenzelle. Oxy brauche ich jetzt 84. Kein Ding. Hammer. So. Das heißt, ich habe gesagt, ich brauche noch 20. Ich habe noch 8. Das heißt, ich brauche noch 12. Hammer. Und wieder ab in die Werkstatt. Wir legen uns kurz hin. Und wir warten mal, bis er gemütlich rumtingelt. Das Zeug stelle ich jetzt auch in Massen her, merke ich. Aber ich werde es noch nicht einfach wegschmeißen, weil man weiß nie, für was man es noch brauchen kann. So, okay. Wie weit ist jetzt der da drüben? Ich habe auf jeden Fall meine Stone Slabs. Jetzt muss ich mal schnell bei der... Ich brauche jetzt dann diese Sheet dafür. Genau, das muss ich dann auch im Chemical Reactor machen. Mit Oxy, klar, wenn dann 216 Liter. Wir sind bei 6. Und ich merke schon, ich lasse mich wieder ablenken. Ich brauche doch diese lustigen Tasten. Genau, das heißt, ich brauche Iron Spring. Weil ich vermute mal, da wird es keine andere Möglichkeit geben. Nein, Iron Spring.
Long Iron Rod. Das heißt, ich muss ein paar Iron Rods machen. Dann lassen wir die mal laufen. Jawohl. Right-click on a rock for property currently current junk. Right-click on a bedrock for prospecting fluids. So. So, das heißt, der da arbeitet auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das heißt, wir gehen mal schnell nach unten. Und ich muss das jetzt ausprobieren. Das probieren wir hier hinten aus. Stell mich mal ordentlich da drauf. Na komm. Dass ich immer noch in einem Gang rauskomme, ist ja klar. Aber Gott sei Dank. Nur die eine Hälfte. Oh, da unten war, wie es aussieht, eine Herzader. Ich muss runter auf Bedrock. Am besten habe ich jetzt den Seismic vergessen, dann weiß ich mich hin. Hinter. So, okay. Dann nehme ich jetzt das Ding und ich klicke mal da drauf. A Fluid Medium Sample. Okay, und mehr steht nicht da. Und der Verbrauch. Okay, so viel war es jetzt nicht. Okay, kann dann der HV mehr? Komisch. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich jetzt hier sehe, was da für ein Fluid drin ist. Aber wie es aussieht, leider nicht. Ich könnte jetzt eine Wette abschließen, dass mir der Stein nicht reicht. Okay, aber gehen wir einfach wieder nach oben. A chance of 40%. Da steht auch mehr drin, wenn mal das funktioniert hätte. Ich werde das Ding mal versuchen auszufinden, wie das funktioniert. Dann werde ich Bescheid geben. So, das heißt, ich brauche jetzt den Forge Hammer. Der müsste da hinten sein. Jawohl. Genau. Da habe ich dann Autoclave, weil Forge Hammer habe ich immer gedacht, brauchst du in der Kategorie nicht. So, 12 und leere Zellen. 36 nochmal leere Zellen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich genau das haben. So, und jetzt muss ich das im Chemical Reactor. Nochmal mischen, oder? Genau.
Bei Tetrafluoro irgendwas habe ich doch schon, ne? Genau. So, das heißt, du kommst jetzt hier rein. Und ich schmeiße jetzt einfach mal das halt, bevor ich Käse mache. Nochmal gucken. Einser. So, und das heißt, ab jetzt habe ich Molten Polytetrafluoroethylen. Und Polytetrafluoroethylen ist PTFE. Schöner Name. Auf das Zeug habe ich gewartet. Brauche jetzt 125 Platten. Brauche ich jetzt 125 Platten. Mache jetzt Platten. Oh oh. Das heißt, ich muss jetzt hier rein. Genau. Fluid Solidifier. Das heißt, ich brauche die Platten. Die mache ich jetzt auch. Oh oh. Als Volumen drin. Sind leeren Zellen ausgegangen. Ist klar. So, Volumen raus bitte. Danke. Ja, und ich weiß jetzt auch warum, dass ich da nichts mehr reinfüllen konnte, weil ich habe die Pipe abgebaut. Stimmt, die liegt ja da hinten. Mann. Au. Ja, ist ja gut. Als aus. Sagt der und starb. So, kann ich dich. Ich muss dich ja nur ausschalten. Ist ja gut. Molten. Ja, da war's. Immer der, wo den gelben Rand hatte. Genau. Also, dann lassen wir mal die Platten laufen. Und wir packen das da weg. Und wir machen noch mal 21, vielleicht habe ich sogar noch was übrig. Die Daumen. Also ich werde das andersweitig dann auch noch verwenden. Also wie gesagt, ich will diese PTFE-Dinger da haben. Wie viel brauche ich? 125 Stück. So, die sind leer. Achso. Dann räumen wir mal wieder auf. Wieso schon wieder zu viel Zellen in der Tasche? 41 haben wir. Kann es sein, dass sie das auch verbessert haben? Mir kommt es nämlich so vor, als wäre das früher nicht so gewesen, als hätte er immer vorne angefangen. Aber kann auch wieder. ...33, das heißt, ich habe jetzt insgesamt 55.
noch 48 Liter drin. Doch da niemals noch mal dasselbe raus. Ich schätze mal, das wird es übrig bleiben. Wie viel brauche ich? 144, ne? Ich hab noch. Ich hab nur keine leeren Zellen mehr gehabt. Idli. Ich komme wieder. Ich komme noch mal wieder. Nummer 94, jetzt bin ich mir sicher, dass es reicht. Okay, das heißt, ich muss mal gucken, wie weit das mein Forgehammer ist. Beziehungsweise, ich kann mal gleich den nächsten Rotz holen. Jetzt habe ich die Long Iron. So, das heißt jetzt dich in die Bending. Genau, mit Circuit Nummer 1. Das glaube ich auch schon standardmäßig drin. Dann machst du mir große Federn. So, in der Zwischenzeit nimm mal ein bisschen Dosenfutter. Ich brauche jetzt 128, ne? 125. Willst du mir jetzt beorschen oder was? Ich hab nichts mehr. Moment. Pumpe? Voll? Molten Foldering ist momentan da drin. Habe ich irgendwo einen Tank frei? Molten Silicon Rubber. Gib mal das ab. Nee, es wird nur nicht reichen, weil ich brauche 144, oder? Für eine Platte. Korrekt? Ich habe aber nur 72. Da konnte mal jemand nicht rechnen. So. Das heißt, ich brauche alles nochmal. Ich brauche nochmal Chloroform. Ich brauche nochmal Hydrofluorid. Und ich habe jetzt natürlich nichts mehr. Ne. Gib mir mal schnell einen Supertank. Kann leider die Quest nicht abschließen.
weil mir das Zeug ausgegangen ist. Es ist Florin. Das heißt, ich muss. Hast du den da hinten? Wie weit hast du noch machen können? Du hast nochmal 4 gemacht. Ah, da habe ich natürlich jetzt nicht auch drauf geguckt, dass der noch weiterarbeitet. Das ist natürlich jetzt total clever gelaufen. Hat er irgendwas übersehen? Dass ich irgendwo mehr rausgekriegt hätte? Nö, überall 500. Kriege ich dich da raus? Ja, nee. Klar. Klar nicht. Also, das muss ich mal reinschütten. Habe ich 72. Dann muss ich dich rausnehmen. Oxy habe ich. Und ich merke gerade, ich habe schon wieder eine Stunde rum. So viel. Ja, wenn ich sage, ich, das wird eine kurze Folge als nächstes, wird es keine. Noch mal eine Stundenfolge. Klasse. Ja, wenn ich mit Chemie rumspiele, ja, wird schlimm. So, Iron Spring. Brauche ich einen Assembler, oder? Stone-Platte nicht gesehen. Ach, da. Ja. Also dich rein und dich rein. Also, ich habe jetzt 8. Laufen jetzt noch die letzten. Wenn ich jetzt glaube ich Glück habe, mache ich aus den 32 jetzt 64. Das war jetzt dann in den Cutter legen, ne? Korrekt. Sehr schön. Das heißt, wir haben schon mal 64 Button. Das heißt, wir haben 128 Button. Das heißt, das Keyboard ist auch in der Nähe. Ups. Machen wir das mal an. Brauche noch ein Aluminium Casing. Die Tastatur will ich jetzt schaffen. So, okay. Das habe ich auch. So, und brauche ich da Poly? Ne, ich brauche dazu gar nichts, ne? Das heißt Aluminium Casing. Meine Button. Und meinen Circuit brauche ich noch. Ich hoffe, dass da einer reicht. Jawohl. Und mein Keyboard läuft. Und ich habe mein Keyboard. Sehr schön. Das habe ich wenigstens noch schaffen wollen. Das heißt, wir können jetzt dann auch da rumdrücksen. Super. Das muss ich jetzt halt noch laufen lassen. Ich werde das dann hoffentlich bis zum nächsten Mal fertig machen. Und ja.
Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, damit ab in die Kommentare und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.